Noch ein Langzeitinsasse, mal ein Wort, Langzeitinsasse aus 2019, der Rüde Mopi, oder Mopi, Mischling, groß, ja, ist ein großer Hund, aber will mir gefallen. Geboren circa 2012, da heißt, boah, über 10 Jahre alt, 12 Jahre alt. Also Mopi kam am 18.11.2019. Genau vor 5 Jahren ins Tierheim. Ach nee, armer Hund. Also Mopi kam am 18.11.2019 nach dem Tod seines Besitzers zu uns, wo er leider in einem Zwinger gelebt hatte. Ja, dann ist er vielleicht besser im Tierheim als wieder bei seinem Ex-Besitzer. Er kannte fast nichts und hatte anfangs große Angst vor uns. Kann ich mir gut vorstellen. Aber schnell hat er sich eingelebt und genießt nun den Kontakt zu den ihm bekannten Menschen, zu denen er sehr freundlich ist. Sieht man auch gleich im Video. Mob ist ein kräftiger und lauffreudiger Rüde, der noch sehr verspielt ist. Ja. Die Gesellschaft von Hündinnen mag er sehr, mit Rüden zeigt er sich hier als unverträglich. Ja, ist ein dominanter Hund, denke ich mal. Ein großer dominanter Hund, aber toller Hund, schöner Hund. Schön. Im Video sieht man, dass es ein lieber Hund ist. Hat auch Level. Der sucht die Zuneigung, der sucht die Streicheleinheiten. Er braucht einfach Zeit, um jemanden kennenzulernen, hat wahrscheinlich nichts Gutes erlebt in seinem vorigen Leben und seinem Herrchen, naja. Wünsche ich mal nicht alles Gutes, tut mir leid, wie ich sagen muss, aber. Schön. Also, Nachtrag zum Mopi. Gegenüber Fremden ist Mopi noch immer sehr misstrauisch. Sollte bei den meisten Hunden auch so sein. Beim Tierheimmitarbeitern hingegen sehr lieb. Fremde Personen dürfen nicht alleine anleinen. Ist auch besser so, überhaupt. Mopi muss die Menschen erst kennenlernen, genauso ist es. Erst Vertrauen aufbauen, wie man hier sieht, dann ist das, obwohl er ein großer, schöner, stolzer Hund ist, ein toller Hund. Also am besten zu jemandem alleine oder zu einem Pärchen, die Zeit haben für ihn. Kinder vielleicht nicht, also kleine Kinder eher nicht, erwachsene Kinder schon. Aber schöner, stolzer, großer Rüde. Vielleicht so Zweithund zu einer Hündin, die ihm zeigt: Pass auf, mein Freund, hier geht's dir gut. Ihr kann sich fallen lassen und ankommen. Ihr tut ihr niemals was Böses. Genau. Man merkt langsam. Ja. Tut mir leid, wie lange Hunde sind, die so lange im Tierheim sind, keine Familie haben. Muss. Obwohl es das ein gutes Tierheim ist, sind auch nette Leute, ist eine Familie immer noch das Beste. Also wenn jemand, eine Einzelperson, der große Hunde gewöhnt ist, oder auch ein Pärchen natürlich, oder eine Familie mit schon größeren Kindern, einen großen Rüde sucht, der auch ein bisschen, denke ich mal, so beschützen kann, wenn irgendwas ist, gern hier bei hundefreundlich-für-leben.org, URL noch oben rechts im Video, sieht man ja, oder unten in der Beschreibung, melden. Toller, wirklich toller Hundeverein, Tierschutzverein, kann ich nur empfehlen. Schöner Hund. Ja, genau. Also gibt ihm eine Chance. Mopi, obwohl der Name ist komisch. Mopi, ich hoffe, du wirst eine Familie finden. Mach's gut, ciao.